im Osten steht die Mauer. Und der andere, boah, du alter Messi. Ich komme zum Glück nicht mehr aus der Zeit. Nee. Erlaubt mir, euch mein Leid zu klagen. So alte Männer wie ich haben noch ganz andere Sachen erlebt. Ja. Das mag durchaus sein. Aber das Problem, Aidaria, ist ja jetzt wieder, ich bin ja jetzt wieder das Glück aktuell. Das gefällt mir ja wieder überhaupt nicht. Nicht? Nee. Stehe ich gar nicht. Fühlt sich blöd an. Du, für gewöhnlich bin ich immer das Küken. Ja, zum Glück habe ich bei unserem Trupp noch zwei Leute dabei, die möglicherweise jünger sind wie ich. Schön. Ja, wie gesagt, früher war ich halt immer das Küken. Ja. Weil irgendwann waren immer alle älter als ich. Und wenn es nur ein paar Monate waren. Wo macht der Meister? Hallo? Komisch, jetzt kann ich es beenden. So, ich muss leider ins Bett. Ich hoffe, wir hören und lesen uns morgen wieder. Gute Nacht, das war wieder sehr unterhaltsam. Ja, vielen lieben Dank, dass du so lange durchgehalten hast, Mappa. Dann wünsche ich dir morgen einen erfolgreichen Tag. Beziehungsweise heute. Und ich denke mal, wir lesen uns. Bin ja morgen relativ lang unterwegs hier. Ich denke mal, wir sperren Herr der Ringe. Ja. Dann träum auf jeden Fall was Schönes. Und danke, dass du da warst. Jo, Papa, schlaf gut. Oh, war's das jetzt hier oben? Ja, nur dafür bin ich hingegangen. So. Nett. Ah nein, ich wollte noch was verkaufen. Ich habe hier so viel Müll im Inventar. Gibt es etwas, das ihr benötigt? Nein, aber was ich verkaufen will. Schmutzige Ohr, das hier. Das würde ich gern behalten. Die Farbe kann erstmal weg. Der Flachsheim kann weg. Der Ring kann weg. Farbe kann erstmal weg. Die gebrannten Pilze können erstmal weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg, das kann weg. Ich kann da so einen Song draus machen. Hohlkopf. Leichte Felle. Das kann weg. Das. Und reparieren gleich mit. So. Perfekt. Das Inventar schon wieder leerer. Hier fällt es mir nur nicht so schwer, mich von Sachen zu trennen. Kleiner Messi. Klein? Das war sehr schwer, Final Fantasy 14 von denen zurücktrennen zu lassen. Sehr schwer. Das kannst du laut sagen. Wobei auch da ist mein Inventar lang. Langsam wieder auf dem Weg der Besserung. Langsam. Wo muss ich ihn doch da hoch? Muss ich? Oh, ein anderer Spieler. Warum treffe ich heute eigentlich so viele andere Spieler? Das ist unheimlich. Sonst siehst du nie jemanden. Du siehst sonst nie jemanden im Anfangsgebiet. Außer mich, die hier 30 Mal rumläuft. Im Monat. Weil sie sich immer nur in Schar stellt. Ja, ich war nie mit den Klassen zufrieden in letzter Zeit. Jetzt habe ich ja meine perfekte Klasse. Hoffe ich. Hoffe ich. Oh, ich wollte gerade sagen, perfekte Klasse ist so ein sehr starkes Wort. Ja, bisher ist es halt gut, weil ich kann aus der Ferne angreifen. Und ich kann mich gleichzeitig auch heilen. Und ich habe starke Angriffe. Und ich mache Schaden über Zeit. Und ich liebe Schaden über Zeit zu machen. Das ist cool. Ich fühle mich so mächtig. Nein, eigentlich nicht, aber... Seid gegrüßt.
Es geht ums Prinzip, ja? Ja, ja. Mego Wannen. Ah, schön. Nein, schön ist alles. Mego Wannen, hey. Würdet ihr mir einen Moment eurer Zeit opfern? Lass mir meinen Wunsch denken, ja? Wie kannst du es wagen, die Wahrheit auszusprechen? Nein, das ist keine Wahrheit. Das ist Halbwahrheit. Eigentlich ist es eine glatte Lüge. Genau, denn das spricht nicht dem, an dem ich glaube. Ja, genau. Siehste? Der Mann versteht mich. Nein. Was? Ich bin verheiratet. Ich weiß, wann ich nachgeben muss. Oh, scheiße. Ein echter Kämpfer weiß, wenn der Kampf verloren ist. Genau. Okay, frisches Sitzen, das scheiße. Wobei noch nicht ganz. Noch sind wir nicht verheiratet. Wobei, aus der Verlobung kommt er auch nicht mehr raus. Das hat er schon versucht. Da denkt er sich auch nur so, scheiße, die Kette ist schon zu fest dran. Kacke. Was habe ich mir da eingebrockt? Oh nein, mein Pferd hat sich das Bein gebrochen. Echt? Ja. Das ist so richtig geil, wenn du in Herr der Ringe einen Fallschaden, also wenn du von der Klippe springst und Fallschaden bekommst, knackst das erstmal, so als wenn du dir das Bein gebrochen hast. Und dann reitest du halt, oder humpelst du halt auch erstmal beim Laufen. Ey, cool. Das ist halt mega das ist, geil. Das ist cool. So hast du halt auch das Gefühl, oh, Mist, ich hab Kacke gebaut, ich bin runtergefallen. Geil. Kannst du da eigentlich auch sterben wie bei allen anderen? Ja. Das ist nicht so wie bei Final Fantasy. Nein. Ich habe es tatsächlich geschafft, vor allem. Das war bei einem des Streams mit Kaya. Er landet unten. Ihm ist nichts passiert. Ich von der gleichen Stelle gesprungen, nichts anderes gemacht als er, ich bin tot. Sehr gut. Und Kaya nur so, du bist jetzt nicht ernsthaft gestorben. Ich so, doch. Und spawne 30 Kilometer weit weg auf der anderen Seite der Map. Weil kein anderer Wiederbelebungsort vorher da war. Ich erstmal ganz hinten am Arsch der Welt. Und er dann nur so, nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich so, na doch. Bleib mal da stehen, ich komm da gleich hin. Halbe Stunde später war ich dann auch mal wieder da. Aber das Geile ist, du kannst ab dem Auenland, also vom Auenland, wenn du hier in Nadelhol bist, ganz rüber durchs Breeland, durch die einsamen Lande und ich glaube sogar bis zu den Trollhöhen ohne Ladezeiten spielen. Du hast nicht eine einzige Ladezeit, es sei denn, du bist gehst in Gebäude oder in Instanzen. Okay. Also du hast eine komplett offene Welt. Die einzige Ladezeit ist halt von dem Gebiet, wo ich jetzt gerade bin, ins Auenland rüber. Da hast du halt eine Ladezeit. Aber ansonsten halt gar nicht. Zumindest in den drei Gebieten nicht. Und das finde ich halt mega cool, dass du da einfach so quer durchreiten kannst, ohne dass irgendwas passiert. Ohne dass du aufgehalten wirst. Ohne dass du eine Ladezeit sagst, hier, blöd Mann. Du kommst hier weiter. Ist das jetzt gerade mein Einsatz als alter Mann? Das hätte es früher nicht gegeben. Alle 7 Minuten hatten wir 12 Minuten Ladezeit. Oh, das war doch Zeit, als wir noch einen Kaffee während der Ladezeit machen konnten. Oh, geil. Heute das Leben ist so hektisch geworden. Die Jugend von heute weiß überhaupt gar nicht, was Ladezeit ist. Oh doch. Wie geil das aber passt, ey. Okay, wenn ich meine Synchronstimme für einen alten Opa brauche. Wir haben CDs eingelegt, um unsere Spiele zu installieren. Davon habt ihr heute noch keine Ahnung. Und wir haben sogar noch in unsere SNES-Kassetten gepustet, damit die wieder funktionieren. Ah, schön. Ja. Ja, doch, wir wissen schon noch, was Ladezeiten sind. Spiel mal WoW und geh nach Legion Dalaran. Ja, soweit. Dann weißt du, was Ladezeiten sind. Ja. Soweit. Was ist denn WoW? Ich kenne Warcraft 3. Oh Gott. Ja, okay. Jetzt verstehe ich das mit dem Alter. Ich habe Warcraft 1 und 2. Es ist so still hier.
Ja. Wie kommt ja, das? Ja, warte, was jetzt noch kommt. Ja, ich wollte nur sagen, ich habe Warcraft 1 und 2. Das eine ist auf Englisch. Ja, hast du es? Hast du es gespielt? Kennst du es? Ja, Warcraft 2 habe ich gespielt. Ja. Na, ich wollte immer mal Warcraft 2 antesten, aber ich habe nie so wirklich an die Strategiespiele rangefunden. Den ersten habe ich deswegen nicht gespielt, weil ich kein Englisch kann. Und Strategiespiele auf Englisch finde ich ein bisschen schwierig. Die einzigen zwei Strategiespiele, die ich gespielt habe, ist Age of Empires, Stronghold und halt die beiden Herr der Ringe-Teile. Beziehungsweise drei, wenn du das DLC. Tolles Spiel. Was? Stronghold war auch ein super Spiel. Habe ich leider, oder? Nee, habe ich leider, glaube ich, nicht. Also, Fullet hat es. Dem habe ich öfters mal zugesehen. Ja, die größte Stärke von Stronghold ist auch gleichzeitig seine größte Schwäche. Okay. Also seine Schwäche? Es ist tatsächlich so gut, dass die Nachfolger nicht mehr rankamen. Ja. Ja, du hattest ja also Stronghold Deluxe, das war ja der erste Teil. Na, Moment, nach Stronghold kam Stronghold Crusaders. Ja, nee, du hattest ja Stronghold Deluxe. Das war, sag ich mal, noch wie. Ach, war es eine etwas aufgebesserte Variante vom ersten. Also im Endeffekt war es das gleiche Game. Du hattest halt bei dem einen nur Deluxe dran stehen. Okay. Dann hattest du Crusader. Dann kam, glaub ich, die 2. Ja. Dann kam Crusader Extreme. Oder kam davor noch Legends? Das weiß ich jetzt nicht. Da war ich mir jetzt nicht so sicher, ob da Legends oder Extreme. Oder ob die gleich rauskommen, das weiß ich jetzt nicht. Und dann kam Stronghold 3. Ja, Stronghold 3 war schon nicht mehr so besonders. Nee, das war früher. Nee, beziehungsweise Stronghold 2 war schon nicht mehr so besonders. Ja, doch, das fand ich eigentlich noch ganz okay. Weil es halt, sag ich mal, ein bisschen andere Grafik war. Aber es war halt, du hast halt trotzdem das Stronghold noch erkannt. Oh, ich hab tatsächlich Stronghold. Stronghold 3. Bitte? Ich hab tatsächlich auch Stronghold. Stronghold HD, Stronghold Crusader und Stronghold Crusader Extreme. Ich weiß noch nicht, warum ich die Spiele besitze. Ich glaube, die habe ich geschenkt gekriegt. Gekauft habe ich die mir garantiert nicht. Stronghold HD? Ja, aber auf Steam. Okay. Ja, Stronghold HD habe ich auch bei Steam. Google. Und ich habe gerade heute mit dem Kumpel, der mittlerweile schon längst im Bett liegt, gerade heute darüber geredet, dass wir das mal gegeneinander zocken. Stronghold Crusader HD. Oder Stronghold HD. Stronghold HD, Stronghold Crusader HD und Stronghold Crusader Extreme, oder wie das hieß, warte mal. Muss ich jetzt selber nochmal nachgucken. Für 4 Euro. Stronghold Crusader Extreme HD, ja. Oh. Oh mein Gott, was hat er denn jetzt? Gleich kommt der. Oh ja, das ist schon lang passiert. Vor allen Dingen einfach, das ist einfach eine Legende von einem Strategiespiel. Oh, ich glaube, ja. Weiß es nicht, ich glaube, ich hole es mir. Oh je. Stronghold Warlord Special Edition. Okay. Warlords, was ist denn das? Das ist kein Stronghold mehr. Definitiv nicht. Hey, da habe ich was angerichtet. Das ist mit Asiaten. Entschuldigung, Anna. Nee, das ist kein Stronghold. Das ist das ist die neueste Version, die jetzt rausgekommen ist. Die armen Asiaten. Die fühlen sich jetzt ausgegrenzt. Stronghold Kingdom. Das, wie gesagt, ein Herz für Asiaten. Die Schwäche von dem Spiel ist gleichzeitig seine Schwäche. Es hat mit Teil 1 so viel richtig gemacht, dass es mit Teil 2 nichts Neues mehr rausholen konnte. Ja, du hattest, wenn man es jetzt so sieht, Stronghold 1 und Stronghold Crusader sind im Ende die gleichen Games. Würdet ihr mir bitte zwei andere einen Settings. Augenblick Gehör schenken? Richtig, wobei du bei Crusaders das Problem hast, dass du extrem viel Wüste hast und dich mit deinen Konkurrenten um das bisschen Grün streitest. Ja, das ist halt Map-Design.
wie gesagt, da kann man nichts dafür. Aber ich fand auch, muss ich sagen, selbst Legends fand ich richtig geil, weil Tafel runter. War halt, wie gesagt, geiles Setting. Würdet ihr bitte einen Augenblick bleiben? Stronghold 2 fand ich auch geil, halt mit der Story und so. Moment, Stronghold 2 war doch, wo man sich um das Rattenproblem in der Stadt kümmern musste, oder? Nee, das war das mit dem Verbrechen, das war das mit William. Nee, ich glaube, man musste auch so Rattenfänger aufbauen, oder nicht? Ratten? Ja, hattest also, du nicht in deiner Stadt dann auch so ein Rattenproblem, wenn du dich nicht darum gekümmert hast? Nee, du hattest das Problem, du hattest ein Gefängnis und einen Richter musstest du bauen, weil es konnte sein, dass Verbrechen auftauchen. Du musstest die Jauro-Grube bauen, weil halt verschiedene Häufen in der Stadt auftreten konnten, die dann Krankheiten verursacht haben. Du musstest Brunnen bauen, weil Feuer ausbrechen konnten. Aber von Ratten? Also ich weiß, in Stronghold 1 hattest du die Pest. Ja, das ja. Ist ja egal. Aber irgendwas hattest du definitiv. Ich sag's mal so, die ersten zwei Teile, die rauskamen, Stronghold und Stronghold Crusaders, waren die besten. Jo. Extreme, muss ich sagen, fand ich halt nicht so geil, weil es halt ja zu extrem war. Aber sonst, nee, wie gesagt, halt Legends halt wegen dem Setting mit Arthas und der Tafelrunde. Und die zwei war halt, sag ich mal, ein bisschen, ja, HD-Grafik, sag ich mal, schon mehr. War halt ein bisschen detailreicher und ein bisschen mehr, ja, halt was Neueres. Und da dann halt, ja. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, je nachdem, worum es gerade geht, ist Grafik für mich nur so ein zweischneidiges Schwert. Das ist kein ausgebendes Argument. Nee, weil da kannst du ganz gut Age of Empires damit vergleichen. Age of Empires ist toll. Komisch, also pixelige Grafik, aber richtig geiles Game. Ja, ich liebe es. Du wusstest sofort, ja, das sind die Gebäude, das sind die Einheiten. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Da hast du keine Würdet Grafik ihr mir gebraucht. Bitte einen Augenblick Gehör schenken? Ja, je nachdem, was du spielst, brauchst du auch keine Grafik, solange Nö. Du eine gute Story hast oder ein... Gut. Ja, also, doch, Age of Empires hat eine Story. Meine Meinung halt Grafik sehr oft überbewertet. Ja. Boah, ich finde es halt echt netten Bonus noch, wenn die Games halt gut aussehen. Das ist wahr, aber wenn die mir eine schöne Geschichte erzählen... Es ist noch schöner. Richtig, da kann ich auch so ein Baldur's Gate nochmal spielen. Baldur's Gate. Was extrem hässlich aussieht heutzutage, aber... Und jede Menge Text hat. Aber die Geschichte liest sich einfach schön. Jo, das stimmt. Aber es ist halt alles... Ich kenn's zwar nicht, aber... Aber solche alten Games... Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so... Der extreme Zocker. Ich habe mich jetzt halt eher auf die MMOs oder so beschränkt. MMOs sind auch toll. Merkt man ja auch gar nicht bei mir. Meine Liebe für MMOs. Ich zock ja nicht genug MMOs. Ja. Ich wollte gerade sagen, Elder Scrolls, Final Fantasy, Herr der Ringe, WoW, Fiesta Online, früher noch Neverwinter. Ja. Dann wollten mich einige noch zu Star Wars hinlocken. Da habe ich aber nein gesagt. Das wäre mir auch. Und das wäre mir. Ein MMO? Ach ja, Old Republic. Ja, aber das wäre. Spiel? Wäre ich mit dabei. Das ist ja auch hoch. Nee, noch eine MMO, das wird dann halt irgendwann zu viel. Ja, das wollte ich gerade sagen, das wäre mir dann aber auch zu viel. Wie gesagt, ich bin halt echt nicht der Fan. Also ich meine, ich hab viele Games, ja. In Battlefield, Minecraft. Gut, Minecraft, ja. Gut, kannst du jetzt nicht so als Game direkt bezeichnen. Kommt drauf an, wie du spielst. Doch schon, warum nicht?
Ja, ich nutze es halt einfach nur, wenn ich auf überhaupt nichts Bock habe. Einfach mal ein bisschen rumdatteln im Creator-Modus oder Survival-Modus, da einfach mal ein bisschen rum. Einfach sinnlosen Blödsinn machen. Sinnlos Blödsinn machen. Perfekt. Katzenirrenhaus. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Oh. Ja, was habe ich denn? MMOs habe ich, wie gesagt, halt WoW aktuell noch. Das geht wahrscheinlich aber langsam zur Neige. Da wird dann Herr der Ringe nachrutschen und halt Final Fantasy. Was kann ich für euch tun? Hört meine Worte. Ein grauer Schatten liegt auf meinem Herz. Also wenn ich aufzähle, was ich erst für Spiele habe, bin ich morgen nicht fertig. Erlaubt mir, euch mein Leid zu klagen. So blöde Frage. Wie war das mit dem 12-Stunden-Stream? Ruhe da hinten. Wir sind jetzt bei 10. Ruhe da hinten. Ich würde sagen, da sind 10, noch 5 Stunden Zeit. Ruhe da hinten. Ja, sie meinte heute, ich habe zu ihr gesagt, ich passe auf dich auf. Okay, machen wir 48 Stunden Stream. Okay, machen wir 48 Stunden Stream. Also ich setze mich da hinten in die Ecke, grinse und lächle. Oh, scheiße. Ich lege mich dann ins Bett und schlafe, wenn ich müde bin. Ich werde grinsen und und winken, so rum. Ja, ja, und wenn ihr beide dann wieder aufsteht, oh Mist, die ist ja immer noch dabei. Ja, scheiße, wie kommt das denn? Ja. Oh, ich laufe in die falsche Richtung. Also darauf habe ich die perfekte Antwort. Es ist nicht mein Problem. Aber mein. Sie ist alt genug, sie weiß, was sie tut. Nein, das ist ja das Schlimme. Ich weiß es ja eben nicht. Sie ist auch nicht alt genug. Ich bin 25 und baue trotzdem noch mehr als genug Scheiße. Oh, das ändert sich auch in meinem Alter nicht. Ja. Aber man ist alt genug, laut Gesetz und Definition, dass man dafür die Verantwortung übernehmen muss. Verantwortung, was ist das? Kann man das essen? Verantwortung ist der kleine Bruder von Leckwich. Ah, okay, ja, den kleinen Bruder, den kenne ich nicht. Überhaupt nicht. Nein, nein, den bin ich noch nie begegnet. Nein, nein, den großen Bruder. Ja, den kenne ich. Den kenne ich gut. Mit dem war ich schon ein Saufen. Da das hier FSK 18 ist, würde ich sagen, der große Bruder ist fick dich. Ja. Aber ich bin so froh, dass ich diese Option habe, auf 18 zu stellen. Ne? Das ist so schön. Oh, das ist sehr gut. Ja. Ich sag nur, der eine Sonntag mit Luna. Würde ich das nicht vor mir geben. Nee. Ich sag nur, der eine Sonntag mit Luna. Ja, ich weiß. Es war sehr, sehr nett. Hm. Nee, mir ist halt irgendwann aufgefallen, dass sich halt meine Community quasi wirklich eher so Erwachsene hier drin aufhalten. So. Nee, nenn mich nicht gleich erwachsen, aber okay. Wir reden vom Alter, nicht vom Geiste. Geisteszustand kann ich nichts. Ach so, da übernehme ich keine Verantwortung. Du bist so alt, wie man sich fühlt. Ja. Nee, aber da ich das halt jetzt irgendwann dann so ein bisschen rausfiltern konnte, habe ich dann gesagt, komm. Zu den Zeiten, wo ich dann immer gestreamt habe, haben Kinder sowieso nichts mehr verloren, also schaltest du direkt auf 18. Wenn sie dann über Mami und Papis Handy rangehen, ja gut, dann ist das nicht mein Problem. Dann kann ich da auch nichts dran ändern. Dann sitze ich eh über den Erwachsenen-Account drin. Aber, so. Ja, aber dann trägst du nicht die Verantwortung dafür. Nein. So, ich habe mich doppelt abgesichert, das steht im Titel und ich habe es eingestellt. Wenn dann irgendwas ist. Es steht dran. Für Erwachsene. 18 plus. Also, ne? Sofern keine gewissen Beleidigungen sind, die ja auf Twitch ohnehin verboten sind, aber das, ja. Wen sollen wir beleidigen? Das ist es ja eben. Vor allem, solange wie ich hier sitze und wir Voice sitzen, wird das wohl kaum passieren. Und wenn, habe ich hier einen wunderbaren Button, der nennt sich Blockieren. Den kann ich dann ganz schnell einmal drücken und dann... Ich bin nämlich extra im Fenstermodus. Weil ja heute wieder die wunderbaren Bot-Angriffe losgegangen sind mit den Fake-Follows. War schon wieder sehr schön. Aber Gott sei Dank, bevor der Countdown durch war, da war das Ganze. Jetzt während des Streams ja Gott sei Dank nicht. Da hatte ich jetzt Gott sei Dank meine Ruhe. Nicht so wie bei dem Tales of Arise Stream. Heil dich. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, ob du
an dem Tag dabei warst. War auf jeden Fall ein Sonntag, da hatte ich Tales of Arise auch gespielt. Oder war das... Nee, das war direkt an meinem Geburtstag, wo ich das gemacht habe. Direkt der erste Stream, meine ich. Und da waren, glaube ich, 41 Mal der Fake-Follower dran. Also dieser Bot. Und... Wie hast du das rausgefunden? Das merke ich halt daran, wenn zum Beispiel immer eine und dieselbe Person, also beziehungsweise der Bot hieß halt Hoss und dann halt immer Hoss like you oder Hoss is real oder, ne, wenn es immer der Name ist und dann was anderes dahinter steht. Wenn es immer das gleiche ist und es im 1, 2, 3 Sekunden Takt kommt oder jede Stunde immer wieder. Wenn es immer das gleiche ist, weil 41 Follower ist für einen kleinen Streamer sehr selten. Und immer mit dem gleichen Namen, nur mit einer anderen Endung oder mit einem anderen Anfang, gibt es nicht. Ist auch schon komisch. Ist halt wirklich selten. Und wenn es dann zum Beispiel ist wie HO0567352, keine Ahnung, ist es in der Regel auch ein Bot. Oder wenn du siehst, ich habe ja bei mir die Anzeige, Follow da, Follow direkt wieder weg. Ist es in der Regel auch ein Bot. In der Regel. Oh. Oder wenn dann halt wirklich dieses willst du berühmt werden, dann drücke auf diesen Link. Den Link teilen die Bots jetzt schon gar nicht mehr, weil ich es ja ausgestellt habe. Aber wenn dann halt zum Beispiel die Nachricht kommt, direkt Timeout blockieren, raus. Da kann ich wenigstens was gegen machen. Herr Follower, bitte antworte mir. Ja. Ich habe sie nicht verstanden. Oh, einmal war es ja so, da war Kaya mit drin, das war glaube ich beim selben oder ein Stream danach und dann hat jemand einen Sub dagelassen und er dann so, oh, das ist bestimmt auch ein Fake. Ich so, ja klar, weil ein Bot auch plötzlich Fake-Subs macht. Die machen es in der Regel nicht, weil kein Idiot, der hinter diesen Bot-Eingriffen steckt, gibt freiwillig hunderte von Euro aus, nur um jemanden zu subben, den du eigentlich zerstören willst. Passiert in der Regel nicht. Es sei denn, du kaufst dir die Dinger als Streamer. Aber was bringt einem das? Tote Follower und tote Subber bringen einem einfach nichts. Dann gibst du halt selber Geld dafür aus. Für etwas, was du nicht selber guckst. Das macht einfach keinen Sinn. So, ich werde denken, hallo Leute, geht's euch noch gut? Ist da oben noch alles fit? Vor allem habe ich auch einmal gesehen, wie das funktioniert. Die Leute streamen das ja sogar. Die streamen, wie die andere diese Bots draufjagen. Echt? Ja. Wo ich gesagt habe, das ist doch blöd. Ja. Also wie gesagt, ich habe das einmal gesehen, weil ich halt einmal wissen wollte, okay, was ist das für jemand? Und bevor der von Twitch selber gesperrt wurde, bin ich halt draufgegangen. Und da hat man halt gesehen, wie er in diesem Programm drin war und immer denselben Namen angegeben hat, und diese Bots losgeschickt hat quasi. Ich habe dann nicht lange zugesehen, habe dann einfach direkt dann an Twitch gemeldet, da eine E-Mail da quasi hingeschrieben. So, und dann war davon halt auch erstmal Ruhe. Aber wie gesagt, das ist halt zurzeit richtig schlimm. Und das haben nicht nur die kleinen Streamer, das haben halt auch die großen Streamer. Ich habe halt... Jetzt mal ganz ehrlich... Was bringt einen das mit diesen Bots? Gar nichts. Also eigentlich bringt es ihnen gar nichts. Wo ist denn der Sinn der Aktion da? Also du machst ja in dem Sinne ja auch die Leute nicht kaputt, weil... Also ich spiele ja trotzdem weiter. Also ich glaube, sie wollen halt erreichen, dass die Leute genervt sind von einem Stream, den Stream verlassen und nicht mehr bei dem Streamer reingucken. Ich glaube, das ist der eigentliche Zweck dahinter. Ich habe es dann aber zum Beispiel so gemacht. Ich habe einfach die Alerts für die Follower ausgemacht und habe auch die Emotes und alles weggemacht, sodass dieser Follow gar nicht angezeigt wurde. Mir wurde das in der Liste dann immer wieder angezeigt, wie oft das dann noch kam. So, den anderen wurde es dann aber nicht mehr angezeigt. Und wie gesagt, ich habe das auch bei großen Streamern gesehen, wie Lara Loft, Gronkh und so weiter. Alle hatten an diesen Tagen, an dem ganzen Wochenende, hatten sie diese Follower drin. Ich habe da echt mal die ganze Liste an Streamern, die ich so gesehen habe, an den Großen, geguckt. Und das war halt wirklich bei jedem so. Die haben auf alle diese Bots losgehetzt. Und Mappa hatte mir das halt erzählt. Sonst wäre ich da gar nicht so schnell drauf gekommen. Mappa meinte so, ey, pass auf, heute sind halt wirklich wieder Bot-Angriffe. Und meinte dann halt auch beim ersten, das ist bestimmt auch einer dieser Bots. Ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber es wird einer dieser sein. War es auch. Hatte so recht mit. So, und dann habe ich halt irgendwann gegen Ende, also gut, war leider schon gegen Ende,
Aber habe ich dann halt wirklich die Alerts ausgemacht, weil das hat keinen Sinn mehr. Weil das war für mich nervig, das war für die anderen nervig. Und das wollen diese Leute, die diese Bots losstecken, halt einfach erreichen. Dass die Leute genervt sind, die Streams verlassen und wahrscheinlich auch die verloren. Weil ja nicht alle verstehen, dass das halt wirklich Bots sind und keine, ne? Oder dass sie denken, dass das gekauft ist. Ich weiß nicht genau, was da an Gedanken hintersteckt. Auf jeden Fall ist es behindert. Entschuldigung, den Ausdruck, aber es ist halt, es ist einfach so. Ich meine, wer kommt auf diese hirnrissige Idee? Weißt du, statt die Leute in Ruhe zu lassen. Nein. Es ist halt einfach sinnlos. Weil das ist genauso wie Leute zu beleidigen, obwohl sie nichts machen. Obwohl sie einfach nur ihr Leben leben. Und diese wegen ihrem eigenen Leben diskriminieren. Genau der gleiche Scheiß. Oh, weißt du, deine Mutter ist voll die nette Frau. Ja, ne? Find ich auch. Oh Mann. Hey, was greift mich da an? Hey. Ihr ekelhaften Viecher. Gott sei Dank. Hat euch eigentlich mal jemand gesagt, dass ihr echt ekelhaft ausseht? Ein bisschen zumindest. Das Schlimme wird sein, nach den 180 Raids, ich werde die dann nicht mehr sehen können. Aber was? Wir müssen deiner nur noch lieber haben. Ja. Nee, etwa nicht? Nee. Verstehe ich gar nicht. Ein Trank. Der Umhang ist besser. Dann nehmen wir doch den hier. Wenn der Herr Bilbe stehen bleibt, kann ich sehen, wie viel ich noch brauche. Hier, mein Blaufelsen-Bilbis. Ich habe fast die 60 voll. Viecher hier. Du kannst, wenn du das Spiel ja Free-to-Play haben möchtest, machst du halt diese Bezwingertaten, dieses Buch der Taten kannst du dann halt machen. Wodurch du dann halt diese Punkte sammelst. Und da ist jetzt zum Beispiel eine Quest, die heißt, Bilbis-Bezwinger. Und da musst du erst bei dem einfachen musst du 30 Bilbisse töten und beim mittelschweren halt 60. Ich habe aber eine Beschleunigung drin, die ich mir durch die Punkte im Shop gekauft habe vorhin, womit dann halt, das halbiert wird. Das heißt, statt 60 brauchst du halt nur noch 30. Ja. Und das mache ich hier gerade, deswegen bin ich auch gerade die ganze Zeit nur noch am Bilbisse töten. Und ich habe eine Kupferader gefunden. Und ein Wolf, der hinter mir steht. Dasselbe gibt es übrigens auch nochmal für die Wölfe. Das ist von Gebiet zu Gebiet, wird das halt erneuert. Und dafür kriegst du dann halt immer Punkte. Und damit kannst du das zum Beispiel dann halt auf Free-to-Play spielen. Und musst halt nicht das Game. Ich glaube, wir haben ein Game gefunden, wo du mir mal helfen musst. Zumindest am Anfang. Ja, stimmt. Finde ich gut. Wird das Spieß mal umgedreht. Erstmal. Ja. Naja, vielleicht bin ich dann, wenn du anfangen solltest, auch so weit, dass ich sogar beim Crafting ganz gut helfen kann. Vielleicht. Ja. Weil wie gesagt, ich habe ja hier auch hier mein Skill Guide, womit ich ja immer mal wieder gucke, wie ich am besten skille. Mhm. Weil ich nehme mir da jetzt wirklich mal so ein bisschen Hilfe, damit ich halt auch helfen kann und ein bisschen was erklären kann. Jo. Weil ich ja jetzt wirklich hier so erstmal der Vorreiter bin. Wie gesagt, das ist halt, ich will jetzt erstmal noch den Patch abwarten bei WoW. Er soll ja gut werden. Ja, wie sich das dann aber entwickelt, schaue ich mal. Wenn ich Account einfrieren und gebe ihn, dann wird Herr der Ringe
gemacht, weil da sage ich mir, da gebe ich lieber da vielleicht 1-2 Euro aus oder so. Und weiß halt, dass ich ein Game habe, wo ich sage, okay, das ist halt auch wirklich geil. Ja, wie gesagt, ich hoffe ja, dass ich heute doch zumindest in, zu einer dieser Instanzen komme, die hier so sind. Eigentlich dauert es gar nicht mehr so lange, wenn ich mich jetzt dran ranhalte. Und nicht unbedingt diese Bezwingertaten mache. Und da hat man dann halt auch ein bisschen endlich mal Sprachausgabe. Das, was ich eigentlich dachte, was vorhin kommt. Aber das kommt nur bei der Sequenz, wenn man mit den Stadtrassen spielt. Stadtvölkern. Anders kommt das leider nicht. Leider. Hab ich schon drauf gefreut. Wisst ihr, wie viel fehlen? Hallo, zeig's mir doch mal an. Ja. 10 Stück, also 5 Mal noch. 5 Bildwisse töten. Okay. Das lässt sich doch bestimmt einrichten, irgendjemand hat mir angegriffen. Wie gesagt, hab mir in den letzten Tagen ja auch viel zu angeguckt zu Herr der Ringe. Damit ich so ein bisschen was erklären konnte. Ich muss jetzt ja auch erstmal wieder ins Game reinkommen. Habe jetzt aber fast das komplette Wochenende durchgesuchtet. Gut, nebenbei noch ein bisschen Final Fantasy gemacht, aber... Hast du. erstmal wieder meine ganzen Stunden in Herr der Ringe reingesteckt. Hätte auch eigentlich im Moment, wo ich hätte arbeiten sollen. Also, danke. Danke, Masaki. Sehr nett. Ist der Mauszeiger ausgedrückt? Ja, natürlich. Natürlich. So, so heißt es jetzt. Das wollte ich eigentlich echt nicht. Aber ich glaube, man hat einen Vorteil, wenn man schon in der MMO gespielt hat. Ja, das stimmt. Das stimmt. Hier gebe ich dir rechts. Ganz 5. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen hier. Und warum visierst du nicht an? The Ring of Fire. The Ring of Fire. Nein, nein. Lord of the Ring. So, Bezwingertat hat abgeschlossen. Sehr geil. Ich kann hier weg. Weg hier. Ich will hier weg. Hü hot, mein Pferdchen. Hü hot. Nein, 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 nein. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, das war ein Bot. Jop. Ich glaube, ich auch. Wird mir auch nicht angezeigt. Warte mal. Weil, nämlich, wenn ich auf Ad. Jop. Ich, ich will gerade mal gucken, weil P5. Wie gesagt, man kann es halt ganz einfach testen. Ist gerade nur schwer, wenn man kämpft. So. In der Regel. Aber ich begrüße halt, sofern es nicht 3-4 Mal kommt, begrüße ich in der Regel trotzdem. Außer wenn halt der eine besagte Bot kommt. Oder der Luna-Bot. Es gab auch einen Luna-Bot. Die beiden, da weiß ich natürlich, okay, ist raus. Ist Luna da? Kannst du das sehen? Luna ist nicht da. Ja, schade. Luna ist nicht da. Trotzdem, Luna, schäm dich. Luna ist wahrscheinlich schon im Bett. Geh ich zum Mod mal. Und dann noch hier mit Bot-Angriffen. Was kann ich für euch tun? Auch nachts kann ich das eigentlich immer ganz gut handeln. Sofern kein Raid reinkommt mit mehreren, was ich auch mal hatte. Sofern kann ich das alles handeln. Wie gesagt, und wenn dann zum Beispiel ja so gewisse Themen angeschnitten werden, habe ich ja meinen Ersatzmod. Nicht wahr, Hybrid? Jo. Manchmal überlege ich dich nicht einfach auch zum Mod zu machen. Kannst du auch schalten und walten. Ich schmeiß mich aber jetzt auch ins Bett. Das Leid der Elder kennt keine Grenzen. Meine Kinder müssen raus und zur Schule. Oh. Schule, was ist das? Das kenne ich gar nicht. Nee, das schlaf schön. Ja, ja, deswegen sollen die ja pünktlich zur Schule, damit sie nicht so enden wie du. Was? Was soll das denn heißen? Also wirklich, also jetzt hast du mich tief getroffen. Also wirklich tief.
Also, ne? Jetzt bin ich aber verletzt. Wie tief? Da, man, also. Ja, da brauchst du gar nicht so zur Seite gucken. Unterhalb der Gürtellinie oder nicht? In Gürtelhöhe. Ach, in Gürtelhöhe? Ja, das ich trage gar keinen Gürtel. Etwas tiefer wie die Gürtelschnalle. Aber ich trage doch gar keinen. Ist hier so ein Low Stream, dass man nicht mal Dekolleté sieht? Mein Gott, ist hier unterhalb der Gürtellinie. Oh Mann. Jetzt geht's wieder los. Einfach nichts. Einfach nein, nur nichts. Aber wirklich ins Bett. Ja. Schlaf gut. Ciao. Huch. So. Wäre wieder erschienen. Au revoir. Spring ins Morgenparadies. Jetzt muss ich da wieder hoch. Jetzt ab. Warte mal. So. Nein. Da ist mein Chat. Hallo, Wulfi. Muss ich nochmal in diese scheiß Ruinen rein? Yay. Nein, Wildschwein, bleib da, wo du bist. Oh, ich darf neu skillen gleich. Wobei, kann ich eigentlich direkt da schon mal draufpacken, ja. Yep. Anwenden. Skill verteilen. Irgendwas wollte ich eigentlich eben noch sagen, aber ich hab's vergessen. Na gut. Ja, ich wollte dich eigentlich noch irgendwas fragen, aber irgendwie ist es weg gerade. Vielleicht fällst du damit hin. Ja, wahrscheinlich nachher, wenn ich im Bett liege. Ja, dann schreibst du mir halt. Ja. Gott, wie kann man so eine Sucht entwickeln bei einem Spiel? Das geht ganz leid. Ja, aber ich glaube, das ist nicht die schlimmste Sucht, die ich bisher hatte. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich so ein paar Ausschnitte von dem gesehen habe, was mich noch erwartet, wenn ich die Story weiterspiele. Ausschnitte. Oh. Also wirklich. Hey, du hast gesagt, das Alter körperlich ist höher. Für geistig kannst du nichts, also? Ja, das habe ich gesagt. Ist doch gar nicht so lange her. Ja, ich erinnere mich. Wie war das eigentlich mit dem Satz, ich wollte heute keinen Wein trinken? Und jetzt habe ich doch noch Wein gefunden. Ja gut. Und sogar Rotwein. Rotwein habe ich immer so lange was von. Lieblich? Halbtrocken, aber er schmeckt nicht halbtrocken, er schmeckt tatsächlich eher lieblich. Okay. Aber ich finde, er ist nicht halbtrocken. Ich hasse ja lieblichen, also was heißt ich hasse? Ich habe mich halt totgesoffen an lieblichen Wein. Ja gut. Ich hatte, wann war denn das? War das, wo ich zu Hause, da hatte ich glaube eine Flasche Rotwein alleine gekillt. Und dann war eine Freundin. Und dann am nächsten Tag hatte ich so einen Schädel dran, das ging überhaupt nicht. Ja, nicht. Also Rotwein killt bei mir halt auch extrem. Da kann ich auch nicht viel Rotwein von. Rotwein an sich nicht. Er muss halt gut sein und halt mindestens halb trocken. Also ich trinke auch mal gerne einen trockenen. Trocken kann ich gar nicht trinken. Aber wenn es möglich wäre, bin ich eher der Weißwein-Fan. Also Weißwein habe ich auch und lieber. Nur halb trocken. Weißwein habe ich auch lieber, aber ich habe halt nur drei Flaschen. Und da ich ja für gewöhnlich eigentlich immer sonntags dann ein Weinchen trinke. Oder Freitag, wenn ich mal abends streame. Nächste Woche ja ausfällt. Deswegen ein Wein zumindest unter der Woche einmal. Dann die darauffolgende Woche und dann noch einmal für die Woche danach. Halt immer so für einen Monat, eine Woche, an einem Tag eine Flasche. Ja. Vielleicht auch eine Flasche an zwei Tagen. Mehr trinke ich dann ja auch nicht.
Nicht mehr zumindest. Als ich noch allein gewohnt habe, war das etwas schlimmer. Boah. Also nicht täglich, ja. Aber zumindest waren die Weinkosten etwas höher. Das nächste ist ja auch alleine saufen macht. Ja. Ja. Wir haben ja bei uns in der Region in der Nähe, also in Baderbeul in der Nähe von Dresden, haben wir ja ein Weingut. Und da arbeitet ein Kumpel von uns und der macht uns da halt immer ab und zu mal einen Freundespreis. Und der Wein, der schmeckt halt richtig gut. Also ich glaube. Du weißt halt auch, dass er halt wirklich von da kommt, da geerntet wird. Weiß jetzt nicht, ob Chemie drin ist, aber ich glaube mal eher weniger. Also den besten Wein, den ich tatsächlich mal getrunken habe, war in Österreich, in der Nähe von Wien bei Gumboldtskirchen. Da ist halt auch direkt ein Weingut daneben. Und dann waren wir in so einem Restaurant und da haben sie halt diesen Wein serviert. Oh, und das war so lecker. Also wir waren in unserem Urlaub, wir waren glaube ich 3 Tage da. 2 Tage davon haben wir in dem Restaurant gegessen und halt diesen Wein getrunken. Das war so lecker. So mega lecker. Wo ich leicht enttäuscht war, wo wir in Griechenland im Urlaub waren von dem Wein. Echt? Er war gut, ja, aber jetzt nicht so, dass du sagen konntest, Udo Jürgens hat recht mit seinem Lied. Griechischer Wein. Jawohl. Wunderschöner Roman. Ja. Habe ich auch tatsächlich sehr, sehr schöne Erinnerungen an dieses Lied. Oh ja, griechischer Wein. Ja, auf meinem allerersten Konzert. Bei Udo Jürgens. Wurde das, nein, das war bei einer anderen Band. Damals in Hamburg und da wurde das halt direkt vorweg gespielt. Und, ach, es war so schön. Das war zu der Zeit, oder quasi in der Kennenlernzeit mit Frisches. Was kann so ich sagen. Ja, gut. Okay. Und, ja. Da habe ich gerade in dem Moment halt gerade auch ein Video aufgenommen. Da war er leider halt gerade arbeiten. Aber da haben wir dann schon so die ganze Zeit hin und her geschrieben. Und er wäre halt auch gerne mit zu dem Konzert gefahren, aber ich bin halt mit einem Kumpel gefahren. Und in Hamburg fahren ja ab 1 Uhr morgens keine Züge mehr. What? Okay. Ja, in Hamburg, wenn du da bis zu einer gewissen Uhrzeit nicht deinen letzten Zug gekriegt hast, hast du die Arschkarte gekriegt. Ansonsten musst du, glaube ich, über Bremen fahren. Ansonsten fahren ab 0 Uhr vom Hamburg, also ab 0 oder 1 Uhr, so, vom Hamburger Hauptbahnhof keine Züge mehr. Ach so, solche Züge. Ich dachte sowas wie Straßenbahn oder so. Nee, die mussten wir. Doch, ein Straßenbahn mussten wir nehmen. Aber wie gesagt, der normale Zug, der fuhr halt nicht mehr. So, okay. So, ja. Und dann der erste Zug fuhr um 4 Uhr morgens. Und ich bin wach geblieben, weil er musste halt 3 Stunden später wieder zur Arbeit, nachdem wir dann in Hannover wieder angekommen waren, als ich da noch gewohnt hatte. Und ich kam halt nach Hause, hab ja noch bei meinen Eltern gewohnt und will die Tür aufschließen, steckt der Schlüssel von innen. Also kam ich nicht rein. Dann habe ich geklopft, geklingelt und mein Vater stand vor der Tür und hat mir nicht aufgemacht, ne? Wir hatten halt so eine kleine Scheibe. Das war halt so ein Milchglasfenster. Du konntest halt nicht reingucken, du konntest aber auch nicht rausgucken. Aber ich habe halt, ne? Statue von meinem Vater kenne ich halt. So, das stimmen wir nicht. Und mein Vater hat mir halt eiskalt einfach nicht aufgemacht. Also ich dann um 6 Uhr morgens, als ich dann da stand, meinen Großvater angerufen und halt meinte nur so, Opa, kannst du mich kurz abholen? Und er nur so, oh, was ist denn jetzt schon wieder? Ich so, ja, meine Eltern haben mich ausgesperrt, obwohl ich denen noch eine Nachricht geschrieben habe, dass sie bitte der Stöße nicht stecken lassen sollen. So. Und dann so, du brauchst einen Schlafplatz? Ich so, jupp. Ich war
brauche einen Schlafplatz. Ich habe keinen Ort, wo ich pennen kann. Gut, okay. Jo, nicht ab. Mhm. Opa mich da, oder kurz vor 7 war Opa dann da. Ich bin losgefahren, abgeholt. Dann hat er nur, weil das war halt eine Band, die mochten die halt nicht so. Mhm. Und dann hat er nur mein Tour-Shirt gesehen und meinte mir so, ah, da waren wir also. Ich so, ja. Das sollten wir aber verstecken, bevor du bei Oma da ins Haus kommst. Ich so, ja. Also das Ding unten hat's im Auto gelassen oder den Sitz versteckt. So, und dann habe ich da erstmal auf dem Sofa gepennt, bis ich glaube 12 Uhr. Und meine Großeltern durften das Wohnzimmer erstmal nicht betreten, weil ich ja pennen musste. Und Oma dann irgendwann nur so, was ist denn jetzt schon wieder vorgefallen? Hast du deinen Schlüssel vergessen? Ich so, nein, Oma. Ich wurde ausgesperrt. Ja, das hat man davon, wenn man so lange unterwegs ist. Ich so, klar, man hat das davon, wenn man zu lange unterwegs ist und der Schlüssel stecken bleibt, weil die Eltern so blöd sind. Genau. Klar. Ja. Das ist halt der Vorteil von, oder der Nachteil bei solchen Schlössern. Ja. Ich hab's. Ich war völlig fertig an dem Tag. Weißt du, Alkoholfahne bis zum geht nicht mehr. Großeltern standen dann da. Huch. Ja. Kriegen wir noch Hochkeit? Ich weiß es nicht. Ja, doch, krieg ich. Sehr gut.